Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin. Und mein heutiger Gast, der Begriff Histotainment wurde, glaube ich, wegen ihm entwickelt. Aufklärung braucht Reichweite, ist sein Motto. Ja, ich grüße Sie, History-Legende Guido Knopf. Grüße Sie auch. Hallo, es ist spannend, wenn ich Ihren Werdegang mir angucke. Sie machen Fernsehen seit einem Zeitpunkt, da habe ich noch nicht gelebt. Sehen Sie mal, was für ein Dino ich schon bin. Ja, aber man muss sagen, dass Sie immer wieder die Formate aktualisieren. Also fangen wir mal mit dem aktuellsten an. History Live. Ja. Was haben Sie da vor? History Live ist auf dem bedeutenden Sender Phoenix eine monatliche Diskussionsreihe, in der ich mit Historikern oder historisch kundigen Menschen, auch Zeitzeugen, aktuelle Themen diskutiere, die von der Geschichte her bestimmt sind. Das waren in den letzten Monaten zum Beispiel, als Obama nach Deutschland kam, im Juni der fremde Freund, die USA und wir. Das war nach der Bundestagwahl das Thema die Deutschen und ihre Demokratie, auch historisch betrachtet. Und das ist in dieser Woche angesichts des großen Buches von Christopher Clark, Die Schlafwandler, die Diskussion über den Weg in den Ersten Weltkrieg. Und wir diskutieren über die Frage, wer war schuld? Man hat ja in der Vergangenheit immer Deutschland die Hauptschuld oder einzige Schuld gegeben. Christopher Clark stellt die These auf, dass alle im Grunde ein gleiches Maß an Schuld tragen. Und das ist jetzt im Vorfeld des 100. Jahrestages des Ersten Weltkriegs 2014, natürlich ein Thema, das uns über die nächsten Monate mit Sicherheit tragen wird. Man kennt sie vor allem vom Zweiten Weltkrieg. Also ich weiß nicht, was ich schon alles kenne. Ich kenne Hitlers Helfer, Hitlers Helfer 2, Hitlers Frauen, Hitlers Krieger. Es gab ja einige Parodien, auch satirische. Wie finden Sie, parodiert zu werden? Finde ich witzig. Da muss man schon, denke ich, einen gewissen Stellenwert erreicht haben, um Objekt von Parodien zu werden. Das ist in Ordnung, gehört zum Geschäft. Was fasziniert einen Menschen am Zweiten Weltkrieg so sehr, dass man so vieles auf die Beine stellt? Naja, zum einen war ich ja sehr lange Chef der Zeitgeschichte im ZDF. Und Zeitgeschichte ist ja die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und Zeitgeschichte ist im Grunde die Geschichte der Jahre von 1914 bis 1989. Vom Beginn des 30-jährigen Krieges des 20. Jahrhunderts, der 14 begann und 45 endete. Und dann der glücklichen Zeit danach, die gekrönt wurde durch die Wiedervereinigung. Also der Zweite Weltkrieg als Dreh- und Angelpunkt für Zeitgeschichte im 20. Jahrhundert hatte mich schon naturgemäß qua Amt zu beschäftigen. Interessant ist aber, dass die Wahrnehmung des Publikums und die Realität da ein bisschen auseinanderklafft. Ich habe, das hat jemand mal ausgerechnet, in den Jahrzehnten, in denen ich Zeitgeschichte verantwortet habe, rund 2000 Sendungen gemacht oder betreut, von denen 5%, 100, Pi mal Daumen, sich mit Hitler und den Nazis beschäftigen und der Rest über ganz andere Dinge. Über Kanzler, über Wirtschaftswunderjahre, alles möglich. Alles Mögliche. Marilyn Monroe, Mata Hari, was weiß ich. Aber in der Wahrnehmung des Publikums haben diese Hitler-Themen offenkundig die meisten Spuren hinterlassen. Sicher aus zwei Gründen. Sie hatten mit die meisten Zuschauer. Das liegt auch daran, dass das Interesse an diesen Themen so groß war. Und das ist ja auch in Ordnung. Ne? Aber ich bin kein Hitler-Fachmann. Ich bin nicht darauf zu reduzieren. Ich bin Historiker. Und für mich ist das ganze 20. Jahrhundert das Themenfeld, in dem ich mich getummelt habe. Also auch die ganzen Zeitschriften sagen ja, dass die Verkäufe steigen, wenn man da Hitler nur drauf macht. War mal der Fall, ist nicht mehr so der Fall. Also das war ein Thema in den 90er Jahren. Das kann man auch historisch begründen. Nach der Wiedervereinigung war es für das Land wichtig, mit den neuen Bürgern, die dazugekommen sind, eine gemeinsame Geschichtsfindung, Wahrnehmungsfindung zu bekommen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Und die großen Debatten der 90er Jahre
waren ausschließlich Debatten, die sich um Zeitgeschichte, um das sogenannte Dritte Reich gedreht haben. Wenn Sie sich erinnern, es gab die Wehrmachtsdebatte in den 90er Jahren, es gab die Walser-Bubis-Debatte, es gab die Debatte um das Holocaust-Denkmal, es gab die Debatte um die sogenannten Fremdarbeiter, die Zwangsarbeiter. Also jedes Jahr, und es gab die Goldhagen-Debatte, nicht zu vergessen, jedes Jahr wurde mit einer Erbitterung ohnegleichen ein neues Thema durch das globale Dorf Deutschland getrieben und mit einer ungeheuren Verdammungsbereitschaft, was die jeweils andere Seite betraf, diskutiert. Das hatte einen richtig religiösen Touch, diese Verdammungsbereitschaft. Wir haben in dieser Zeit mit unseren Filmen die dokumentarische Basis für diese Diskussion gelegt. Es war auch ein Bedürfnis der Menschen zu erfahren, wer war Hitler, wer waren seine Helfer, was waren ihre Intentionen, was waren die Ziele der Nazis. Und das nochmal für ein großes Publikum aufbereitet zu haben, das war auch unsere Aufgabe. Nicht nur in Deutschland, diese Filme sind ja in teilweise 150 Länder dann gesendet worden. Aber dieses Bedürfnis der Selbstfindung, was diese Zeit betraf, ist eigentlich erfüllt. Eigentlich erleben wir schon seit 2005, 2006, dass das Interesse an der dokumentarischen Behandlung dieser Themen nachlässt. Was noch nicht nachgelassen hat, weil es eben noch wenige Filme darüber gegeben hat, ist das filmische, das filmszenische Bedürfnis, das zu behandeln. Also das, was der Kollege Nico Hoffmann zum Beispiel macht mit so Filmen wie Dresden oder Der Flucht. Also da wird es, denke ich, immer noch entsprechende Filme geben. Nicht zuletzt auch von unsereinem, denn ich entwickle ja gerade mit meinem Kollegen bei der AVE, das ist die Produktionsfirma, bei der ich jetzt arbeite, Fernsehfilme, Formate und Dokudramen, die sich auch szenisch mit dem 20. Jahrhundert beschäftigen. Wie ist es, wenn man anfängt, Fernsehen zu machen und irgendwann kommen anerkannte Stellen und sagen, man sollte das im Schulunterricht verwenden? Finde ich gut. Das machen wir ja auch. Wir haben eine enge Kooperation mit dem Verband der Geschichtslehrer Deutschlands. Das begann in den Jahren 2006 und 2007, als wir in der Endfertigung unserer großen Reihen über die Geschichte der Deutschen waren. Wir hatten zweimal 10-teilige Reihen, insgesamt 20 Folgen über die Geschichte der Deutschen produziert. War mal schön, ins Mittelalter zu gehen, aus dem Gefängnis des 20. Jahrhunderts herauszukommen. Und da gab es eine Kooperation mit dem Verband der Geschichtslehrer Deutschlands, die ist institutionalisiert. Wir haben den Geschichtslehrern auch Formate, Online-Formate zur Verfügung gestellt, die sie im Unterricht verwenden können. Unabhängig davon war auch schon Jahre vorher mir bekannt, dass meine Filme in DVD-Form in vielen Unterrichtsformaten im Geschichtsunterricht in Deutschland verwendet werden. Also meine eigenen Kinder erzählen mir, die in einem Gymnasium in Wiesbaden sind und jetzt gerade Abitur machen, dass ihre Geschichtslehrer seit Jahren schon DVDs aus Reihen verwenden wie 100 Jahre, was wir 99 gemacht haben. Das sind so 1000 Minuten Programm jedes Jahr. Das wird dann gezeigt. Immer wieder gezeigt auf Phoenix. Oder auch, ganz besonders witzig, die 11. Klassen machen ja immer gerne Berlin-Reisen. Und der Geschichtslehrer, der da verantwortlich ist, zeigt zur Vorbereitung auf die jeweilige Berlin-Reise immer einen uralten Film von mir aus dem Jahre 1986, wo ich A, noch schwarze Haare habe und B, einen Bart. Also meine Tochter hat sich gar nicht gekriegt, als sie diesen alten Film über die Berliner Mauer von mir gesehen hat. Sie kommen jetzt ins 21. Jahrhundert, wenn Sie über Obama sprechen. Mich würde interessieren, wenn wir mal ein bisschen tiefer reingehen. Wir haben ja erlebt, dass es dann die Gauck-Behörde gab, die dann die Birtler-Behörde wurde. Glauben Sie, es wird irgendwann auch so eine Behörde geben für die NSA? Das glaube ich nicht. Da sind die Amerikaner ja schon selbst davor, die ja seit dem 11. September 2001
eine ja doch geradezu manische Obsession haben, alles, was ihre Sicherheit betrifft, auf die Spitze zu treiben. Und diese NSA-Aktivitäten sind ja nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen. Sie müssen jetzt aufpassen, dass Sie auf der Gratwanderung zwischen Sicherheit und Freiheit und guten Beziehungen zu Ihren Verbündeten nicht überdrehen. Ich hoffe, dass da was geschehen wird. Bin ich sicher, dass was geschehen wird? Ich hoffe, dass was geschehen wird. Und die Europäer werden ja, denke ich, doch diesmal ziemlich fest und beharrlich sein müssen. Und wenn das so ist, dann wird sich das, hoffe ich, zumindest etwas reduzieren, dass die NSA überall mitlauscht, mithört. Das ist ja nun keine neue Erfindung. Das wusste man ja seit Jahren und man wusste ja eigentlich schon genug, um genau zu wissen, dass man vielleicht gar nicht mehr wissen wollte, weil man ahnte, dass es das ist. Nun weiß man es und nun hat man die Gelegenheit, dass man sagt, so nicht. Sie haben gerade die Sicherheitspolitik der USA mit einem Krankheitsbild verglichen. Also Sie können ja tief analysieren. Woher kommt das? Warum handeln Sie? Naja, es ist der 11. September. Also ich bin ja oft in den USA. Ich habe ein Haus in Florida. Ich liebe das Land. Ich finde schon ein bisschen obskur, wie man bei der Einreise behandelt wird, so wie ein Wurm, der es wagt, Gottes heiliges Land zu betreten. Aber wenn man dann da ist, ist das Land ja von einer ungeheuren Freiheit und von einer ungeheuren offenen Gesellschaft geprägt. Das muss man schon sagen. Offener als in vielen europäischen Gesellschaften. Also ich bin sehr gerne da, ich liebe das Land. Und dennoch ist es so, dass nach dem 11. September, und das zieht sich durch alle Regierungen, ob sie jetzt republikanisch oder demokratisch geprägt sind, hindurch, dass sie das Prinzip, das nie wieder einen 11. September, natürlich auf die Spitze treiben. Das versteht man, aber sie haben doch auch schon ein bisschen überzogen mittlerweile. Und ich denke, dass das auch in den USA gesehen wird. Das ist momentan leider eine sehr gespaltene Gesellschaft. Viel gespaltener als in den 80er und 90er Jahren, als ich begann, dorthin sehr oft zu reisen. Es geht eine starke Trennlinie zwischen den einzelnen Blöcken durch das Land und ich hoffe sehr, dass sich das im Laufe der nächsten Jahre wieder ein bisschen abmildert. Wenn wir über die USA sprechen, ich habe mich immer zwei Sachen gefragt. Also es gibt ja so einen gut gepflegten Anti-Amerikanismus in Deutschland. Ich nehme den zumindest oft im Netz wahr, auch im Fernsehen. Mir ist etwas aufgefallen. Ich schaue gerne amerikanische Serien. In den letzten 10 Jahren sind da fantastische Serien entstanden. Die werden hier im öffentlichen Fernsehen, also auch bei den Privatsendern, nicht gezeigt. Man kauft vor allem, ich würde es mal Schrott ein sagen. Woher kommt das, dass wir, also die haben aktuell so Serien wie Newsroom, House of Cards, richtig gute Sachen, die sieht man hier nur auf Pay-TV. Warum kaufen wir nur das ein? Ich will zuerst mal, weil Sie das erwähnt haben, was über den gepflegten Anti-Amerikanismus im Netz sagen, den Sie zitiert haben. Ich halte den für sehr ahistorisch. Mein Satz ist immer, right or wrong, my USA, denn wenn Sie die Geschichte nach 1945 betrachten, auf wen haben wir uns letztendlich immer verlassen können? Es waren die USA. Die USA haben der Bundesrepublik, die noch gar nicht bestand, aber den Westzonen 3 Jahre nach dem Krieg als ersten die Hand gereicht mit der Berliner Luftbrücke, die es, wenn es nur Franzosen und Engländer gegeben hätte, wohl nicht gegeben hätte. Sie haben die Freiheit der Stadt Westberlin gesichert. Sie haben uns unter den Atomschirm gehalten. Die Freiheit der Bundesrepublik und ihre Sicherheit sind durch die USA letzten Endes gesichert worden. Die USA haben als Erste den Weg zur deutschen Einheit, den Helmut Kohl gegen Widerstände in England und Frankreich ging, unterstützt. George Bush der Ältere war der Einzige, der in den entscheidenden Monaten November, Dezember 89 Kohl die Stange hielt. Und ich denke, das darf man nicht vergessen. Das darf man nicht vergessen. Das ist das Wichtige. Die Freundschaft zu den USA ist für mich
fast schon ein ungeschriebener Bestandteil unseres Grundgesetzes. Punkt. Was jetzt die Attraktivität von Serien betrifft, die ich übrigens auch sehe auf Sky. Ja. Also ich habe also Newsroom, gerade gestern Abend, nee, vorgestern Abend, habe ich die freigeschalteten neuen Folgen 7 und 8 von Newsroom geschaut. Cool, oder? Absolut gut, ja. Ich bin ein Fan dieser Serie. Andere Sachen, die Sie zitiert haben, auch. Es gibt eine ganze Reihe. Ja, ich denke, dass es klug wäre, wenn man zumindest, wenn ich an meinen alten Sender denke, auf Sendern wie ZDF Neo oder ZDF Info mal den Versuch macht, diese Reihen zu erwerben und zu senden. Es gab ja früher schon The West Wing und ähnliche. Ja, zum Beispiel. Ne? Ja, es gab ja nicht nur ein West Wing, es gab ja auch mal Versuche, einen deutschen West Wing zu produzieren. Das ist auch im ZDF geschehen. War ein grandioser Flop, ich nenne jetzt nicht die Namen, Freunde von mir, die dafür verantwortlich waren. Kanzleramt hieß die Serie, lag wohl ein bisschen daran, dass man als öffentlich-rechtlicher Sender nicht zu sehr in den Topf mit Sex and Crime einsteigen wollte, der ja auch da immer eine Rolle spielt. Bei West Wing war schon recht human, aber es war Aaron Sorkin, der ja auch Newsroom macht. Das ist schon spannend. Ja, aber bei Newsroom ist man schon ein bisschen deftiger. Ne? Da weiß man, dass das Publikum schon besser tragen kann. Wo die Tea Party-Bewegung als Taliban der USA bezeichnet wird. Man also merkt das schon, dass die Macher Demokraten sind, keine Republikaner. Ja, das ist schon klar. Aber das ist ja auch in Ordnung. Nee, also ich hoffe, dass da was geschieht und Sender wie ZDF Neo zum Beispiel sind ja auch da in der Lage. Ich wundere mich aber auch, dass die Privatsender da nicht mehr einsteigen. Ich glaube, bei ProSieben kommt mal gelegentlich etwas aus dieser Schiene. Aber ich bin jetzt auch nicht der Mann, der jetzt da fundamental da Auskunft geben kann. Dann stelle ich die Frage auf eine andere Weise. Ich bleibe beim geklickten Anti-Amerikanismus. Wir haben jahrelang auch bei Bush gesagt, die Amerikaner würden nie einen Dunkelhäutigen zum Präsidenten machen. Also mit dieser Art, so ein bisschen abschätzig auf die USA zu gucken. Und ich stelle immer die Gegenfrage, könntest du dir vorstellen, einen türkischstämmigen Bundeskanzler zu wählen? Irgendjemand, irgendwann wird das mal der Fall sein, denke ich. Warum nicht? Dann, wenn wir eine noch offenere Gesellschaft werden, die wir werden müssen. Weil wir sind ja momentan in einer Situation, in der man sagen muss, erstens wollen die Leute keine Kinder kriegen oder zu wenig Kinder kriegen und zweitens wollen sie nicht sterben, was ja auch in Ordnung ist. Aber dann brauchen wir Zuwanderung. Und wenn wir Zuwanderung haben wollen, müssen wir die Leute integrieren, müssen wir auch dafür sorgen, dass die Leute gerne Deutsche sein wollen und dass sie trotzdem natürlich noch ihre Wurzeln in den Ländern, aus denen sie ursprünglich stammen, behalten. Das klappt ja in den USA. Das klappt in den USA ja wunderbar, dass man sagt, ich bin von der Vietnamese-Community, aber oben drüber a proud American citizen. Ne? Und das erhoffe ich mir irgendwann mal für die Bundesrepublik auch, ist der einzige Weg, mit dem wir dafür sorgen können, dass wir eine halbwegs dynamische Gesellschaft bleiben. Und wenn das unser Weg ist, dann wird auch ein türkischstämmiger oder armenischstämmiger Bundeskanzler irgendwann mal, wenn das ein begabter Junge ist, oder eine begabte junge Dame, wird das auch der Fall sein. Und für die USA ist der nächste Weg nach der Hürde schwarzer Präsident mal eine Frau. Ja, wer weiß, vielleicht ist Hillary Clinton diejenige oder jemand anderes. Michelle Bachmann oder Sarah Palin oder so heißen. Dann mache ich doch mal den Bogen. Sie sind ja jetzt, darf ich sagen, Sie sind ja jetzt Rentner quasi. Also einerseits ja. Und wohnen schon in Florida, fast Klischee. Da war ich schon vor 20 Jahren. Da war ich schon vor 20 Jahren. Ist es Seniorenstadt? Nee. Ja, einerseits jein, aber andererseits sind so viele junge Leute da. Ne? Die Senioren müssen ja mit Service bedacht werden. Und das machen die jungen Leute. Ich frage mich, was treibt einen Menschen, der jahrzehntelang Fernsehen macht, jetzt quasi
sich erholen könnte in Florida bei den Orangen. Der macht weiter Fernsehen. Was treibt einen seit vielen Macht mir Spaß. Macht das also, echt nach Jahrzehnten noch Spaß? Ja, Riesenspaß. Und zwar das Feld, was ich jetzt mache. Mein Feld ist jetzt eher das unmittelbare Verbale. Ich mache jetzt ja nicht mehr direkt Filme oder Dokudramen, was ein sehr zeitaufwendiges und sehr arbeitsintensives Feld ist, sondern das direkte Element der Diskussion und der Vorträge. Das macht Riesenspaß, das ist das Unmittelbare, Unvermittelte. Und das ist etwas, was ich in den letzten 10 Jahren nicht so häufig machen konnte wie zuvor. Und was ich mir jetzt einfach gönne, schlicht und ergreifend. Es ist auch nicht so zeitraubend wie die direkte Arbeit, die ich vorher hatte. Naja, und daneben ist natürlich das Feld der Bücher. Ich habe ja immer sehr viele Bücher gemacht, auch nach wie vor im Feld. Ich gebe jetzt ein Buch heraus, über das wir auch sprechen können, nämlich der Erste Weltkrieg, die Bilanz in Bildern. Das ist der Beginn einer Reihe, die ich weiterführe, auch mit dem Zweiten Weltkrieg, die Bilanz in Bildern, was nächstes Jahr erscheint. Ich stelle die 75 interessantesten Fotos, Bilder aus dem Ersten Weltkrieg dar und erzähle die Geschichte hinter der Geschichte dieser Bilder. Bilder beispielsweise von dem Kriegsausbruch, wo eine junge, wunderschöne Frau mit ihrem Mann, der schon den Helm auf hat, aber noch einen Zivilanzug und anderen Soldaten Blumen geschmückt, wie die Opfertiere durch die Straßen von Berlin zieht und einfach Hurra, es ist Krieg ausruft und Bilder dieser Art und die Geschichte hinter dieser Geschichte dieser Bilder erzählt. Und wunderschöne Aufgabe, wunderschönes Buch geworden, denke ich, interessantes Buch, was in den Monaten vor dem 100. Jahrestag hoffentlich erfolgreich sein wird. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, würde ich sagen. Ich will noch nach dem Anti-Amerikanismus, ich will einige Dinge, die mir auffallen, zumindest im Netz, aufschlüsseln und mit Ihnen besprochen haben. Sie haben ja auch zum 11. September Stellung bezogen. Was im Netz natürlich massig rumkursiert, sind sämtliche Verschwörungstheorien, die man dazu finden kann. Mitunter aber auch während Ihrer Sendung auch Verschwörungsaspekte drin. Hat Verschwörung einen Charme? Warum machen die Leute das? Also Verschwörung hat natürlich Charme. Die Leute mögen Verschwörungstheorien. Es beginnt ja zum Beispiel schon mit dem Mord an Kennedy im November 1963, haben wir ja auch bald einen Jahrestag, wo ja schon seit Jahrzehnten alle möglichen Verschwörungstheorien rumgeistern. Darüber haben wir auch schon Filme gemacht. Der 11. September ist dann nur ein weiteres prominentes Beispiel. Ja, also ich denke, man muss sie ernst nehmen, die Verschwörungstheorien, auch weil sie von vielen ja geglaubt werden. Man muss sie investigativ behandeln und ihren Stellenwert formulieren und dann aber auch eiskalt sagen, das und das ist so evident, dass diese Verschwörungstheorie X einfach schlicht und ergreifend Humbug ist. Und das ist eine legitime historiografische Methode, dass sie investigativ ein populäres Thema aufgreifen und behandeln. Also es gibt es ja nicht nur zu Kennedy, zu Marilyn Monroe, Lady Di, Johannes Paul I. und so. Es gibt ja dann immer Geschichten. Gerade beim 11. September wird das natürlich gepaart mit dem Anti-Amerikanismus, den ich da auch verbunden habe. Ja. Und jetzt kommt ein Herzensthema von mir. Sie haben sich so viel mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt, mit dem Holocaust beschäftigt. Sie bemerken sich ja auch, dass wir einen wahnsinnigen Rechtsruck haben in Europa. Also da und dort, ja. Es werden immer mehr Länder. Und was wieder öfter zu finden ist im Netz, ist die Holocaust-Leugnung. Ja, das ist blanker Unsinn. Ja. Natürlich gab es den Holocaust. Das ist eine der am besten erforschten historischen Phänomene des 20. Jahrhunderts. Wir wissen, dass es eine Steigerung des Holocaust gegeben hat. Von den wilden Erschießungen im Jahre 41 bis hin zum fabrikmäßigen Massenmord mit Giftgas in
Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Sobibor und Chełmno. Und da gibt es nichts zu leugnen. Das war einfach so. Punkt. Ich bin da ganz bei Ihnen. Ich frage mich nur, woher jetzt diese Auswüchse kommen, und sie werden immer mehr und tarnen sich oft hinter vermeintlichen Historikern und sonst was. Woher kommt diese Vermischung dieser diversen Themen? Oder ich weiß es nicht. Ich gehöre ja diesen Leuten nicht oder an. Oder sehen Sie eine Gefahr darin? Naja, solange sie nicht in den Mainstream der tatsächlichen Geschichtsdeutung und des allgemeinen Wissens hineinrühren, ist das noch nicht der Fall. Aber man muss vorsichtig sein, man muss aufpassen, man muss immer wieder betonen, so und so war es gewesen. Und das ist die Aufgabe auch von Fernsehen, eines öffentlich-rechtlichen Mediums, das ja das einzige wirkliche große Massenmedium ist, neben dem Netz natürlich. Aber das Fernsehen hat da doch die Möglichkeiten, nicht nur den Intellekt, den Verstand anzusprechen, sondern auch die Emotion. In der Kombination sind diese Dinge, denke ich, am wirkungsvollsten. Und deswegen gibt es immer wieder neu auch die Notwendigkeit, das Thema zu behandeln. Ich habe es zum Beispiel im Jahre 2000 in einer großen Serie behandelt, die auch den Titel hatte, Holocaust, mit K übrigens, Holocaust, weil es ja ursprünglich aus dem Griechischen kommt, Holocaustus, dieses Wort. Und es gibt kein Hindernis dagegen, dass man dieses Thema wieder und nochmal erneut prominent und wirklich sauber und groß recherchiert behandelt. Sehen Sie einen Nachwuchs, der sich diesem Thema verpflichtet fühlt? Da muss ich nur meine eigene Redaktion anschauen. Ich habe ja das Privileg gehabt, dass ich die guten Leute, die in meiner Redaktion waren, alle selbst aussuchen durfte. Das ist ja auch nicht üblich in einem Fernsehsender. Tatbestand war immer der, dass alle zwei Jahre unter den vielen Hospitanten, die da über die Gänge liefen, mal ein Genie dabei war. Das wurde erkennungsdienstlich behandelt, engagiert und zählt heute zu den Stützen des Programms. Und einer dieser guten jungen Leute ist mein Nachfolger, der 15 Jahre lang auch mein Stellvertreter gewesen ist, Stefan Brauburger, der das alles, denke ich, auch wunderbar weiter fortführen wird und eigene Akzente setzen wird. Das sind schwere Themen, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt und natürlich. Das mit Emotionen verbinden. Muss sein, muss aber natürlich, muss sein. Man darf sich zum Ausgleich dafür auch mal mit dem Wunder von Bern oder mit Marilyn Monroe dann beschäftigen. Okay. Erster Weltkrieg. Ja. Was wird das Spannende sein für den Zuschauer? Das Spannende wird sein, in den nächsten Monaten einerseits die Diskussion über die Frage, wer war schuld? Da haben wir in Deutschland ja lange die Thesen von Fritz Fischer gehabt, der gesagt hat, der Griff nach der Weltmacht, das war ein deutsches Phänomen, die Deutschen sind die alleine Schuldigen. Das wurde in den letzten Jahrzehnten, die These stammt von 68, 69, schon relativiert. Und nun kommt Christopher Clark, der australische Historiker, der sehr sauber, sehr breitflächig die neuen Akten, die neuen Dokumente recherchiert hat, die zur Verfügung stehen, auch aus osteuropäischen Archiven, aus Moskauer Archiven, und der zu dem Schluss gekommen ist, Dokumenten gestützt, dass man die Deutschen natürlich nicht freisprechen kann von einer Mitschuld, aber dass genauso viel Schuld auch bei Österreich-Ungarn, Serbien, bei Russland vor allem liegt, auch zum Teil bei Frankreich und nicht zuletzt auch bei Großbritannien, das ja immer ein bisschen freigesprochen worden ist. Also er verteilt es wirklich, und das Interessante ist, dass er diese sogenannte Juli-Krise, die ja vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges stand, ein bisschen vergleicht mit der Euro-Krise dieser Jahre und sagt, die Staatsmänner von heute sollen doch bitte lernen aus der Juli-Krise von 1914, damit sie 100 Jahre später nicht dieselben Fehler machen. Nun ist die Gefahr eines Krieges
in Europa, so meine ich, natürlich bei weitem nicht so evident wie 1914. Aber so ganz ausgeschlossen ist es nicht. Vielleicht hat sie andere Formen angenommen. Wirtschaftskriege. Das ist auch ein Krieg, den Völker gegeneinander führen können. Es ist für mich spannend, diese Vergleiche eben zu ziehen zur heutigen Zeit. Lassen Sie mir die eine naive Frage. Glauben Sie an eine Gesellschaft ohne Kriege, also an eine Weltgemeinschaft? Ich glaube, dass Völker nur aus ihrer eigenen Geschichte lernen und dass Völker aus Fehlern und aus Versäumnissen und aus Katastrophen lernen. Leider lernen sie nicht aus Katastrophen und Versäumnissen anderer. Und wir hatten ja im Idealismus der Zeit gedacht, nach 89, 90, jetzt ist das höchstmögliche Maß an Frieden, an Gemeinsamkeit in Europa erreicht und Kriege sind unmöglich. Und wenige Jahre später wurden wir ja auf dem Balkan schon eines Besseren belehrt. Ich fürchte, dass uns Kriege weiter erhalten bleiben. Ich hoffe aber, dass die Gefahr eines Atomkrieges alleine durch das Wissen darum, was ein solcher Krieg bedeutet, dass auch der Angreifer letzten Endes dann das Opfer sein wird, dass der verhindert wird. Ganz sicher bin ich mir dessen aber nicht. Die Gefahren eines Atomkrieges oder zumindest die schlimmste Katastrophe, die sowas anrichten kann, kann das auch durch Wirtschaftskriege genauso erzeugt werden, was an Hunger, Tod entsteht? Also das ist auch nicht ausgeschlossen. Wenn wir mal ein globales Szenario entwerfen für die nächsten Jahrzehnte, dann denke ich doch, dass aus Europa heraus ein kriegerischer Konflikt eher unwahrscheinlich ist. Wenn es aber Konflikte gibt, dann über solche elementaren Dinge wie Nahrungsmittel, Wasser, nicht zuletzt Wasser, die von den Ländern des Südens, wo es Mangel daran gibt, und ich nenne nur Afrika, möglicherweise dann geführt werden. Wir erleben ja jetzt schon, wie verzweifelte Menschen an den Küsten der Europäischen Union stranden. Viele sterben dabei, weil sie es nicht mehr aushalten. Und wenn wir das jetzt mal hochrechnen auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte, dann können wir davon ausgehen, dass die Europäische Union ja nur zwei Möglichkeiten hat. Entweder sie schottet sich ab, total, und dann wächst die Gefahr eines kriegerischen Konfliktes, oder sie findet ein Verfahren, mit dem sie gezielt eine Einwanderung, die auch eine geordnete Einwanderung ist, da zulässt. Wir sind da näher an den Frontlinien, als es die USA sind, die da doch ein bisschen weit weg sind in Nordamerika. Wir sind direkt an der Frontlinie zur sogenannten Dritten Welt und die Probleme werden auf Europa von außen zukommen. Ich bleibe kurz bei meinen naiven Fragen. Wenn wir all unsere Konsumgüter haben und deren Bodenschätze. Meine erste Frage, haben Sie eigentlich das Recht, uns nicht nur an den Küsten zu besuchen, sondern in Gänze zu überrollen? Oder müssen wir einen Weg finden, wie wir teilen lernen? Letzteres natürlich. Letzteres ist ein vernünftiger Weg. Und ich denke, die Europäische Union ist ja jetzt auch gar nicht willens, sich total abzuschotten. Ja? Es sind ja humanitäre Aspekte, die da momentan die Hauptrolle spielen. Das wird, glaube ich, der Grundkonflikt des 21. Jahrhunderts sein. Die Massen aus Schwarzafrika, das ja eine ungeheure Bevölkerungsexplosion hat, in armen Staaten, in bettelarmen Staaten, in denen es, was die Sahelzone betrifft, ja an solchen Grundelementen wie Wasser ja fehlt, jetzt schon fehlt. Man muss ja gar nicht in die Großmächte wie China oder Indien gehen, die über eine Milliarde Einwohner haben.
Da wird es auch einen Verteilungskampf um Rohstoffe geben, weil wachsende Gesellschaften brauchen Rohstoffe und wir erleben ja, wie China sich ja schon in Afrika, in diversen Ländern, dieser Rohstoffe bemächtigt. Der Konflikt der Zukunft ist der Konflikt um Rohstoffe. Und die Aufgabe der Europäischen Union muss es sein, da auch als Vermittler aufzutreten. Es gibt ja nicht mehr nur eine Weltmacht im 21. Jahrhundert, wie man nach 1990 gedacht hat, dass die USA die einzig verbliebene Weltmacht sein müssen, können, sollen. Das sind sie nicht. Sie sind eine Weltmacht, sie bleiben eine Weltmacht, aber neben China, neben Indien, auch Japan, darf man nach wie vor nicht vergessen, Russland nach wie vor nicht, die Europäische Union, die sich eben finden muss. Und zwischen diesen Staaten wird der Konflikt oder auch der Konsens ausgetragen werden müssen. Und wir müssen dafür sorgen, das ist ein bisschen der Genscherismus der 80er Jahre, dass alle miteinander immer wieder miteinander reden, um das höchstmögliche Maß an Konsens zu erzielen. Alles andere führt in den Konflikt. Sie haben durch Ihre Filme, Dokumentationen so ziemlich jede Staatsform und jedes politische System durchleuchtet. Glauben Sie, dass Menschheitsressourcen, also Bodenschätze, überhaupt in private Hände gehören? Sollte Wasser einer Firma gehören, Wasservorräte? Interessante Frage. Wenn eine solche Firma, das ist ein If, nicht ein When, wenn eine solche Firma in der Lage ist, durch den privaten Besitz eine bessere Versorgung von mehr Menschen zu gewährleisten, dann spricht nichts dagegen. Wenn aber eine solche Firma alleine daran interessiert ist, ihren eigenen Mehrwert, ihren eigenen Profit zu erhöhen, dann ist es schlecht. Dann müssen die Gesellschaften, dann müssen die Staaten dafür sorgen, dass solche Güter dann staatlich, in staatliche Aufsicht kommen. Auch das wird ein Thema sein, ganz sicher, ganz sicher. Aber wir reden über die Zukunft. Interessant, dass Sie einen Historiker über die Zukunft befragen. Ja, Sie können ja immer so Schlüsse ziehen, schätze ich, oder? Ja, natürlich. Das lernt man. Was ich schön finde, ist, dass Sie immer eine Meinung haben. Also, ja. Sie halten sich da nicht bedeckt. Nein, man lernt ja aus der Geschichte, dass man bestimmte Phasen vergleicht mit dem, was ist, oder auch mit Vergleich mit dem, was sein wird. Insofern habe ich gar nichts dagegen. Nur der Gradmesser an Wahrhaftigkeit und an Möglichkeit ist natürlich immer ein Maybe, nicht ein Sicher. Also so oft, wie ich den Namen Brüning gehört habe in den letzten Jahren im Rahmen der Finanzkrise, unglaublich, obwohl das ja fast ein Jahrhundert her ist. Ja, sicher. Ne? Man hat das Wissen, dass sein Weg offenbar der falsche gewesen ist, weil er in die Diktatur letzten Endes geführt hat. Andererseits weiß man ja auch, hätte er ein, zwei Jahre mehr Zeit gehabt, wäre es möglicherweise ein erfolgreicher Weg gewesen. Also die Geschichte ist keine Zwangsläufigkeit, die so verläuft, weil sie so verlaufen muss. Es gibt immer wahnsinnig viele Wegstrecken oder wahnsinnig viele Wendepunkte, an denen die Geschichte launisch ganz andere Wege geht. Es hat zum Beispiel nicht zu 1914 zum Ersten Weltkrieg kommen müssen. Es hat auch durchaus Möglichkeit gegeben, dass es anders hätte kommen können. Es hat nicht zu Hitler kommen müssen, zwangsläufig. Vieles war so angelegt, dass es dazu hat kommen können, aber es hat nicht dazu kommen müssen. Es hat nicht zur deutschen Einheit kommen müssen. Es war sogar vieles dazu angelegt, dass es nicht dazu gekommen ist. Aber es hat des Mutes und der Durchsetzungskraft von wenigen bedurft, dass es dazu kommen konnte. Das sieht man in der Geschichte. Oftmals liegt es an einzelnen Personen, die den Lauf der Geschichte verändern. Macht das das spannend für Sie? Absolut. Ich habe mich immer gerne auf Wendepunkte konzentriert der Geschichte. Das ist auch etwas,
was ein filmisches Szenario ermöglicht, Wendepunkte zu rekonstruieren, die sich ja oft auf wenige Tage nur erstrecken. Nehmen Sie den 20. Juli, wenn der geklappt hätte, wenn die Bombe in der Wolfschanze den Diktator zerrissen hätte, dann hätten wir mit Wahrscheinlichkeit einige Tage oder Wochen später einen Waffenstillstand gehabt. Die Verschwörer hatten zwar die Idee, dass man im Osten weiterkämpft und im Westen Frieden schließt. Das wäre ihnen rasch ausgetrieben worden, denn die Alliierten wollten einen Frieden an allen Fronten und zur gleichen Zeit. Sie hätten also einen Frieden geschlossen und vieles wäre genauso verlaufen. Deutschland wäre geteilt worden in Besatzungszonen, die Ostgebiete wäre abgetrennt worden, aber im Frieden eine Vertreibung, nicht im Krieg, auf der Flucht vor der Rache der Roten Armee, sondern im Frieden. Viele deutsche Städte wären nicht zerstört worden, 135 noch unzerstörte Städte wären heil geblieben, der Holocaust wäre früher beendet worden, Hunderttausende von Menschen wären nicht mehr dem Holocaust zum Opfer gefallen, Anne Frank zum Beispiel, um ein prominentes Beispiel zu nennen. Und das Wichtigste ist, wir hätten sagen können in Deutschland nach dem Krieg, wir haben den Tyrannen selber erledigt. Ja? Es hat nicht sollen sein, weil der Attentäter Stauffenberg die zweite Bombe durchaus auch ungeschärft aus der Aktentasche genommen hat. Wenn er sie ungeschärft drin gelassen hätte, wäre sie mit explodiert und hätte mit Sicherheit alle, die im Kartensaal da gewesen sind, inklusive Hitler, zerrissen. Es hat nicht sollen sein. Da sehen Sie, an welchen Kleinigkeiten sich Geschichte oft ändert. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank auch für die Aufbereitung all dieser spannenden Themen. Ich habe aber noch eine egoistische Frage. Sie machen jetzt so lange Fernsehen. Das ist mein Hobby. Und ich habe Glück mit meinem Hobby, weil mir manches da gelingt und manches muss ich noch lernen. Was macht ein gutes, spannendes Format aus? Ein gutes, spannendes Format macht aus, dass das Thema erstmal gut ist, dass das Thema filmfähig ist, Stichwort Wendepunkt, oder auch eine Person, die Biografie eines Menschen. Und dann muss ein Film das richtige Maß haben an Information und Emotion. Keine Angst vor Emotionen. Emotionen müssen dabei sein. Emotionen sind oft auch das, was in den Gehirnen der Menschen am meisten nachwirkt. Das zeigt die Emotionsforschung, dass Emotionen länger haftend bleiben als Informationen. Aber wenn Informationen mit Emotionen kombiniert sind, dann haben auch Informationen eine Chance, haften zu bleiben. Und das ist mein Rat. Wenn Sie das machen, wunderbar. Lieben herzlichen Dank. Gerne. Ich stelle zum Schluss immer noch drei Begriffe in den Raum und bitte um drei kurze Assoziationen. Okay. Verrat. Man liebt den Verrat, aber verachtet den Verräter. Die Schuldfrage. Schuldfrage ist nie etwas, was mit moralisch erhobenem Zeigefinger behandelt werden sollte, sondern investigativ, kriminalistisch und dann vor großem Publikum aufbereitet. Dritter, letzter Begriff, Inbrunst. Inbrunst ist etwas, was ich in der Erotik außerordentlich liebe, was in der Geschichtswissenschaft aber alleine gefährlich ist. Inbrunst ist nur dann vorhanden oder notwendig oder gut, wenn sie mit der gebührenden Vorsicht eingeführt wird. Vielen lieben Dank, gerne, Herr Knopp, und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin gespannt auf den Ersten Weltkrieg. Okay. Dankeschön. Schauen wir mal, gerne. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Mein nächster Gast, ein Generationenwechsel, macht demnächst die Wissenssendung auf RTL. Timo Killer heißt er. Ob RTL und Wissen sich widersprechen oder ob das gerade passt, werden wir beim nächsten Mal sehen. Bis zum nächsten Mal.